Ich habe mich festgefahren, offiziell. Ich würde mich ja auch gerne irgendwie winden. Und an einen Baum binden. Aber da ist keiner, oder? Oder wer ist der Prop denn? Hier ist schon einer, aber ich hänge hinten mit dem Tankwagen an einem Baum fest, der nicht umfallen will. Ja, das ist der Julian ist da, das ist schön. Das Blöde ist ja, es gibt hier Bäume, die fallen ohne irgendein Problem um. Und es gibt Bäume, da könntest du heulen, da passiert überhaupt nichts. Gut, ich meine, so ganz so einfach dürfen sie es ja auch nicht machen, ne? Sonst könntest du eigentlich nur Querfeld eine mal heizen, wenn du so willst. Ausbaum. Ja, Julian, fahr. Fahr, fahr, fahr. Gut, 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 gut. Gut. Danke. Ich erinnere mich an den Teil der Strecke. Im Let's Play von dir. Da wolltest du nicht durch diese Spurrillen durchfahren und bist am Rand lang gefahren und beinahe umgekippt. So, wenn ich gerade nicht viel sage, konzentriere mich. Ich auch, dass ich Julia nicht hinten drauf habe. Und ich, dass ich Andi nicht hinten drauf. Ach, muss das jetzt dunkel werden. Fahrt jetzt. Was ist denn jetzt los? Habe ich mich jetzt festgefahren oder was? Oh, nee. Ja, ich schieb dich gerade von hinten. Ich hab dich fast von hinten. Ich fahr nur schon mal vor, falls ich dich wieder abschleppen muss. Du bist gerade rein. Schiebst du von hinten oder was? Ich hab gerade eben. Julian hat geschoben, nicht, ja. Nicht schieben, du schiebst mich genau hier in die Scheiße rein. Ja, wie kann ich das wissen? Du bist ja nicht gefahren. Kannst du nochmal schieben? Nee, ich soll ja nicht in die Scheiße reinschieben. Du machst jetzt gerade nichts? Ich hab dich gerade geschoben, ein Stück. Ja, dann kannst du nochmal ein Stückchen. Ihr macht das schon, ne? Ja, ihr macht das schon. Ne, mehr geht als so nicht. Mehr geht als so nicht? Hm? Müsste der James dich nur mal ein Stückchen ziehen. Oh. Der wird minimal schneller. Ich fährt eine Jörg-Attack jetzt hin. Rechts. Warum das denn? Weil ich gerade mal nur aus dem Weg wollte. Du wolltest mal nur aus dem Weg? Das mal, mal nur. Kürzt du weiter oder müssen wir dich ziehen? Ich weiß gerade eigentlich, müsste man jetzt nicht dumm sein, aber. Du weißt doch, was von dem Streckenabschnitt das war, ne? Das Schlimme ist, dass es gerade auf dieser Ecke wieder dunkel wird, wie beim letzten Mal schon im Singleplayer. Ja, ich... keine Ahnung. Ich wäre auch bereit, dich da wieder rauszuziehen. Und nur die Vögel verjagen. Es geht immer so schön weg, wenn man hupt, ne? Ein Stückchen mal vielleicht. Mal wieder auf den Weg zu kommen. Irgendwie hängt der hinten immer noch schräg in der Pampa. Kann das sein? Nö, bei mir bist du ziemlich gerade. Wo geht's denn jetzt gleich lang? Links. Kannst du die Winde lösen? Ja, warte. Na, jetzt. Danke.
weit nach links gefahren. Dieser LKW raubt den am letzten Jahr. Das kann jetzt nicht wahr sein. Ist halt der Renault von Spin Tires. Ja. Das Ding ist echt ein Zustand. Wobei ich immer noch nicht ganz verstehe, was du gegen Renault hast. Nichts Wirksames. Jetzt stell dir mal vor, wir haben sogar so ein Auto privat. Ne? Ich meinte auch die LKW. Ich meine, der Weinbergschnecken ist, der fährt halt auch Renault. Das macht, ich meine nur die LKW übrigens. Also zu dem PKW kann ich nichts sagen. Ich weiß nur, dass mir die französischen PKW in Omsi immer den letzten Nerv rauben. Man könnte so schön querfeld ein über die Wiese zu diesem Ziel fahren, aber das geht einfach nicht, weil die Wiese so matschig ist. Da sackst du ein, das geht nicht. Dies ist ja das Problem. Man kommt ja hier weiter, aber wirklich nur Millimeterarbeit. Das ist. Das Krasse ist, wir sind durch die ganze Karte gedümpelt, um die Verdeckungspunkte freizuschalten. Jetzt beim Holzscheiter. Aber gut, wenn wir jetzt erstmal auf der befestigten Straße hinten bei der Werkstatt sind. Dann geht das besser. Dann ist das easy. Also einfacher. Das ist halt auch so ein richtiger Schmodder Feldweg. Oh. Moment. Moment. Komm ich da vorbei? Da kommst du vorbei. Nein. Aber ich hänge hier auch in einem Baum fest gerade. Ah. Ach du Scheiße, jetzt geht das nochmal weg aus. Wahnsinn. Postmahlzeit mit den Pfeilen. Das ist echt Millimeterarbeit hier gerade an mir vorbei. Ja gut, das ist halt bei Spin Tires normal, diese Millimeterarbeit generell, ne? Das merkt man schon. Und im Singleplayer ist das halt deutlich schwieriger, weil du ja da wirklich alleine bist. Du kannst dir dann höchstens mal wieder einen LKW beiholen, dich ein Stück ziehen, wieder wechseln, wieder ein Stück ziehen und so weiter und so fort. Ja. Soll ich mal vorfahren am besten? Ja, mach Feder, ja. Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich ja ausnahmsweise mal Glück. Ich glaube, es war nett, aber... Ich war schon extra hier auf der Wiese. Ich weiß nicht, hier sind Spurwellen, ob ich reinfahren sollte oder nicht reinfahren sollte. Ich glaube, vor der Problematik stand ich schon mal irgendwann. Ich glaube, wenn es jetzt erstmal am Berg geht, ist es vorbei. Nicht lustig. Toll. Ich hänge hier auf einem Baum oder was fest. Na komm. Ich glaube, der J-Attack schiebt mich, oder? Nee. Nee, irgendwas schiebt mich doch, oder? Nee. Hä, bin ich gerade ein Stück von alleine gefahren können, tun sein? Hast du wirklich? Du bist doch dahin, damit jetzt schiebst. Gerade habe ich dich ein Stück geschoben. Aber noch nicht, als du auf einmal magische Kräfte hattest. Bringt nix. Das bringt nix. Das Schieben. Nee, der Andi kennt er doch gleich. Ist es denn noch weit? Ja. Nee, es ist noch nicht. Ja, doch. Wir müssen jetzt noch einmal die komplette Karte zum Rand wegfahren. Ja, aber die restliche Strecke ist befestigter, sagen wir es mal so. Okay. Dein Wort in Gottes Ohr. Da oben der Hügel. Wenn wir den erreicht haben, wird's besser. Ich weiß, das habe ich schon öfters gesagt. Irgendwie schon, ja. Das Bescheuerte ist, ich mit meinen 583 Litern, als wir angefangen haben beim Holzlager, ne? Du gesagt, ja, 583 Liter, locker. Passt. Wir haben nicht mal die Hälfte der Strecke rum und ich bin runter auf 264. Geht's wieder? Ja. Ich denke. Gut, dann
Achso, Handbremse lösen. In 2 Meter soll das funktionieren. Wenn man bei dem Spiel 2 Meter sagt, dann meint man auch 2 Meter. Nee, noch fairer. Also er bewegt sich. Langsam. Mit 2 km/h. Ja, egal, viel mehr brauchst du nicht. Ich hol jetzt gleich mal die Waffenstücke raus und lauf vor. Ach nee, ich muss bisschen schneller. Fahren. Ne? Ja, ist deutlich. Nächstes Mal, da lade ich das Holz auf den Buckel und schlepp's. Wäre schneller gegangen, als mit dem Truck da durchzueiern. Ich seh da oben eine. Ja, aber für Kleinkram, wie zum Beispiel wie Sprit oder Werkstatt oder so, oder vielleicht auch Kurzholz, geht der. Ja, aber für Frachten ist der, glaube ich, echt nicht geeignet. Ich habe halt gedacht, ich probier's mal. Ich habe das auch noch nie mit dem jetzt hier wirklich probiert gehabt, aber es war, glaube ich, jetzt doch nicht so. Ich denke mal, Kurzholz geht mit dem auch, wenn du dem eine Ladefläche verpasst. Ja, aber mit der Langladefläche hier, das ist irgendwie nicht so das Ultime. Du schaffst das jetzt hier. Ja, hast du dein persönliches Abschleppfahrzeug immer dabei? Ja, ich sag mal so, das nächste Mal, wenn wir wieder eine Map fahren, sofern du wieder mitfahren willst, da bist du dann mal dran. Mit Holz. Da bin ich dann dran mit Holz. Da bist du dann dran mit Holz. Du nimmst dann ganz lang. Ganz lang? Dann habe ich den längsten. Dann hast du den längsten. Alter, den längsten, Alter, dann. Ja, ich fahre die ganze Zeit über diese Bäume. Was sind denn das für Steine da vorne? Die kann ich mich gar nicht erinnern. Bin ich noch richtig? Hier geht der Weg lang, ja. Guck mal, hier, ich leuchte ja extra. Du hast ja das Licht nicht an. Doch. Wenn du jetzt gleich erzählst, das dass wir falsch sind, fressen wir dich, du. Das ist ein Bug, das siehst du generell nicht, wenn das der andere anhat. Das ist schon seit Anfang an so. Als wir das letzte Mal gespielt haben, habe ich zumindest eure Lichtkegel gesehen. Ich hab's aber an. Keine Ahnung. Ich sehe auch die Kegel von deiner Rundumleuchte die ganze Zeit. Ja, keine Ahnung, ich hab's zumindest an. Da kommt tatsächlich sogar über die Steine. Ich dachte, da bleibt da. Ich werd nie wieder meinen Mund öffnen, wenn es nicht angebracht ist. Hallo. Das kann jetzt sein. Bin ich nur durch gewesen. Abschleppdienst. Ja. Jetzt bin ich zu weit weg. Moment. Ich guck so lange auf der Karte, wo wir jetzt sind. Ach, wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft. Das ist gut. Ich setze gerade mal wieder hier die Karte. Oh. Oh. Was denn? Das wird gleich nochmal lustig. Oh nö. Oh doch. Kann ich nicht querfeld einfach? Nein. Ich fürchte nicht. Warum? Wird's nochmal lustig? Weil gleich eine Schlucht kommt. Und die Ecke ist verdammt schwer. Ich dachte, wir werden gleich über den schweren Teil. So, nehme ich mal die Windanfrage an. Das Problem ist, ich könnte mal Treibstoff gebrauchen. Wobei, noch geht's. Noch habe ich meine 200 Liter. Okay, Julian braucht Sprit. Bitte schön. Sehr nett. Das hat jetzt leider nicht wirklich was gebracht. Jetzt stecke ich hier neben dran fest. Ja, warte. Ich muss ja immer irgendwie an Rand fahren, damit ich keine zu tiefen Spurrillen hinterlasse, wo du dann wieder drin stecken bleibst. Was soll denn das jetzt heißen? Ja. Ich helf dir gleich. In der letzten Stunde ging es immer nur... Was, du hilfst mir? Nee, ich helf dir. Ja, eben. In der letzten halben Stunde oder Stunde ging es immer nur darum... Hilf mir mal. Ziehen. Genau, hilf mir mal. Bin schon auf dem Weg. Dann zieht er, dann gräbt er sich selbst ein. Woher kennst du das noch? Hilf mir mal bitte. Battlefield! Erzähl mal! Hilf mir mal bitte, in dem Moment sterbe ich. Jedes Mal!
Wenn der hilf mir mal bitte sagt, als wenn ich Medic spiele, was ich eigentlich immer mache, und er sagt, hilf mir mal bitte, dann sterbe ich sofort. Immer. Ja, ich weiß ja, woran das liegt. Das ist, glaube ich, der Hilf mir mal bitte Fluch, oder? Ja, weil du sagst es, James hilft dir und buddelt sich danach selbst ein und du kommst ein Stückchen weiter. Ja, sie irgendwie. Also allen, denen du sagst, hilf mir mal bitte, denen passiert Scheiße. Nee, ich schlepp den Arne jetzt komplett hier den Berg hoch. Ich glaube, du schleppst mich wirklich das letzte Stück da nochmal rauf, weil das bringt mir den Ding hier nichts. Ja, jetzt stecke ich aber selber fest. Oh nee, ne. Ja, warte, ich zieh mich hier kurz selbst aus der Scheiße. Hier wird ja vielleicht irgendwo ein Baum sein. Ja. Wüsste ich jetzt nicht, was du vorhast, würde ich sagen, wieso musst du mal? Ich erinnere mich.